Ein neuer Tag, ein neues Video von mir, eine neue Kameraposition und ein neues Battle Royale Spiel. Werde ich jetzt eigentlich Mainstream? Ich meine, das Video davor war ein Reaction-Video und das hier jetzt ist einfach ein Spiel, was jeder aktuell spielt und auf YouTube bringt. Also, ich weiß nicht so ganz. Ich habe einfach Spaß. Und der Soundtrack ballert rein. Und natürlich EA-mäßig, die Server laufen noch nicht so ganz gut bei dem Game, aber man kann schon looten. Zack, zack, zack. Oh mein Gott, ein Weapon-Skin und Voice Warnings Heard 16. Stat Tracker. Rare. Nicht Medium. Ich habe ehrlich gesagt gar keinen Plan, was ich mit diesen Dingern anfangen soll. Aber wir spielen die erste Runde. Was mir übrigens aufgefallen ist bei den letzten Videos, ja? Die Videos bekommen immer so 800 bis 1500, manchmal auch 2000 Aufrufe, ja? Und warum kriegen sie denn nicht 1000 Likes? Ich meine, ich verstehe schon, es ist draußen kalt, eure Daumen sind so ein bisschen eingefroren und so, aber gebt doch einfach auch mal eine Bewertung auf dieses Video ab. Das ist das Mindeste, was ihr machen könnt. Come on. Ich weiß doch genau, dass du, der jetzt das Video hier sieht, dass du bei YouTube eingeloggt bist und mir theoretisch einen Daumen nach oben geben kannst. Ich weiß es doch. Also wenn dir das Video gefällt, warum machst du es nicht einfach? Warum? Na komm schon. Die wirkt irgendwie wie diese eine von Star Wars Rogue One. Wisst ihr, wie ich meine? Jyn Erso oder wie die heißt? Keine Ahnung, wie sie das lizenzieren konnten, aber irgendwie hat es ja anscheinend geklappt. Irgendwie ist das Game auch mega laut, habe ich das Gefühl. Obwohl ich es halt auf einer richtig niedrigen Stufe hier eingestellt habe bei meinem Mix-Amp. Es dröhnt in meinen Ohren. Ich kann mich nicht mal selbst sprechen hören, was wahrscheinlich auch gar nicht mal so schlecht ist. Ich bin der Jumpmaster. Das ist auch das Geile an dem Game. Man kann einfach mit seinem Squad bzw. mit seinen Teammates gleichzeitig zusammen darunter springen. So, und man kann pingen, so ein bisschen wie bei Battlefield, dass man das markieren kann, wo Leute sind. Oder wie, wo man hin möchte und so. Das ist eigentlich, das ist so geil, dieses Ping. Ich weiß nicht, ich feiere das. Oh shit. Aber seht ihr den Skin hier für die Waffe? Nicht schlecht, oder? Sieht geil aus. Ja, was ist das hier? Muni? Oh, First Blood. Oh. Komm schon! Let's get it, boys! Oh! Du Bastard! Knie nieder! Knie nieder! Knie nieder! Oh, das ist so satisfying, dieses Boxgeräusch, ohne mich jetzt hier irgendwie... Das könnte so ein Game sein, worüber dann ProSieben nachher berichtet, von wegen, das fördert Gewalt und so eine Scheiße. So, davon haben wir gerade eben schon wieder einen Gegner gesehen, ne? Weiß nicht, es ist ja irgendwie schon ein erwachsener Battle Royale Shooter. Oh! Oh, shit. Komm, Kollege, hol mich. Kollege, nein. Komm, komm, ja. Bruder, Ehrenmänner, Ehrenmänner. Man kann ja leider nicht solo spielen, aber irgendwie die Kollegen, die ich meistens hatte, jetzt sind eher alle korrekt. Tendenziell. Alter, wir sind das God-Squad. Der hatte nichts mehr, der hat auch nichts mehr. Hat der noch was? Geil. Oh, yes, 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 yes. Yes. SMG. Ja, nehme ich mal mit. Oh ja. Geil. Geil, geil, geil. Rudi, chill doch mal. Moment, habe ich jetzt gerade kein Health Pack hier gehabt? Rudi, ich brauche hier was zum Heilen. Hast du was dabei? Wie kann ich denn ansagen, dass ich mich heilen will? Hallo? Enemy, go, watching here, defend this area. Patching myself up. I will hunt for loot here. Ah, Bruder, du verstehst dich, ohne dass ich sagen kann. Korrekt, Alter, wir sind das Streamteam. Jyn Erso und ich. Oh shit. Oh, hast du jetzt geschossen? Okay, Fenster kann man anscheinend nicht einschlagen. Offensichtlich. Ich weiß nicht, ob es jetzt gerade noch diese Phase ist, wo man so das Game entdeckt und deswegen Spaß hat zu looten, aber ich weiß nicht, irgendwie macht mir das mega Bock, hier zu looten. Ich weiß nicht warum, aber in Fortnite und so, da finde ich das eher so richtig langweilig. Also ich finde irgendwie hier, keine Ahnung, macht Spaß. Also wie gesagt, das ist irgendwie schon ein erwachsener Battle Royale Shooter, aber trotzdem halt kann man sehr kreativ werden mit dem Game und das ist halt das Wichtigste so. Ich will jetzt nicht sagen, dass man bei Blackout nicht kreativ werden kann und so, aber irgendwie das ist jetzt gerade noch, also aktuell, ich weiß nicht, macht das schon richtig Bock. Also ich weiß nicht, das Game ist halt nicht so, dass ich mir so denke, Alter, das ist jetzt hier die das ist einfach der Shit, so das ist das Geilste, was in den letzten 10 Jahren rausgekommen ist. definitiv nicht. Oh, okay. Ja, ich sehe ihn. Einer. Zwei. Er holt ihn. Oh, shit. Yes, sein Kollege. Der ist da oben.
Der kann ja gar nichts. Aber ich auch nicht. Oh nein, ich muss nachladen. Belebt dich, Bruder. Wie habe ich den jetzt eliminiert? Naja, geil. Auch ausgeblutet. Okay, gut. Verblutet natürlich, meine ich. Das mit dem Heilen und dem Medipacks und sowas einnehmen, das finde ich noch ein bisschen komisch. Weil man muss so richtig Claw spielen dann. Also man muss halt nach oben drücken, hier drauf drücken. Also so, wie sie. Also hier nach oben drücken, gleichzeitig X drücken und dann, ja. Und dann noch, ja, es ist schwer. Also das finde ich noch ein bisschen umständlich, aber das ist eigentlich auch auszuhalten, ehrlich gesagt, finde ich. Punching a tunnel. Damn. Ah, okay. Ah, korrekt. Also der hat jetzt gerade hier so praktisch so ein Portal gemacht. Am Anfang habe ich nämlich auch noch nicht so ganz gecheckt, wie man die ganzen Spezialisten hier nutzt. Aber der hat jetzt gerade ein Portal gemacht und mit dem kann man so praktisch ja, durch... Boah, ich will alles, 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 alles. So, das ist die Longbow. Die ist nice. Oh. Oh. Oh, Bruder, ich muss los. Oh, aber ich laufe ja dem Dings entgegen. Shit, das wollte ich ja nicht. Oh, ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot. Ah, nein, nein, nein. Oh, no. Das war richtig dumm. Ich komme nicht auf diese Minimap klar. Das ist das Einzige, was ich dem Spiel auf jeden Fall schon mal vorhalten muss. Die Minimap ist nicht so geil wie bei Call of Duty. Die Minimap bei Call of Duty geht nämlich immer mit der Person, also wie ich gerade gucke, dreht sie sich auch. Aber diese hier bleibt immer konstant. Also guckt jetzt mal so dran. So, ich drehe mich nach links und rechts, aber die Minimap bleibt halt gleich. Nur mein Sichtfeld verändert sich praktisch. Also mein kleiner Charakter, mein kleiner Pfeil. So, die Zeit kann ich jetzt einfach mal nutzen, während ich hier gerade... halb erblinde und sterbe. Ich gebe euch jetzt mal ein kleines Update, wie die erste Klausur lief in Informatik. Ich schreibe übernächste Woche nochmal eine Klausur. Allerdings war das jetzt so die erste, von zwei. Es gab an dem Tag von der Klausur erstmal mega den Struggle, dadurch, dass wir erstmal in einem Hörsaal geschrieben haben, den wir so sonst gar nicht kennen von der Fakultät, in der ich halt so bin. Also wir haben das irgendwie in der Physikfakultät oder sowas geschrieben und davon der Hörsaal, der ist halt gigantisch. Also wirklich, Freud hat Höhenangst und Freud hat gesagt, das ist aber ziemlich hoch. Also der Hörsaal war wirklich ein fucking Kolosseum. Ihr müsst halt wissen, meine Fakultät ist halt relativ klein und der Hörsaal ist so, ja, eher Standard und so, aber der von der Physik, der von den Physikleuten, der ist wirklich gigantisch gewesen. Also der war einfach hoch, ja. Wir sind das dritte Stockwerk gegangen und es ging praktisch von ganz oben bis ganz unten der Hörsaal. Es war ein Kolosseum. Die Klausur sollte so ungefähr um 8 beginnen und wir sind so viertel vor 8 ungefähr reingelassen worden von der Frau, die wir allerdings nicht kannten. Also es war keine von unseren Professoren, mit denen wir eigentlich die Klausur hätten schreiben sollen. Wir wurden dann auf jeden Fall reingelassen und es wurde, glaube ich, nur so für 30 Leute oder so schon die Klausur auf den Platz gepackt, was wir eigentlich auch nicht so richtig kannten. Also normalerweise werden einfach nur Klausuren mit Nummern ausgegeben und muss sich dann halt eintragen mit dem Namen, also welche Nummer welcher Name hat, so mäßig. Okay, zweimal dieselbe? Ja, okay, shit. Wir kamen da so rein und dann hat auf einmal eine Frau vorne gesprochen auf Englisch. Und sie meinte dann so, ja, take your seat, welcome to the exam for technical management. Bruder? Und Freud und ich dachten uns so, Technical Management? Also ich meine, ich hatte da schon keinen Bock, eine Informatik-Klausur zu schreiben, aber auf Englisch Technical Management oder wie das hieß? Was ist denn das überhaupt für ein Studiengang? Ja, auf jeden Fall war denn keiner unserer Professoren da zu der Zeit und es war einfach nur diese Frau, die so ein bisschen verwirrt guckte, weil wir so eine riesige Masse an Menschen waren und da nur irgendwie für 30 Leute oder so Klausuren ausgelegt wurden. Also vor allem diese Masse kannte sie ja noch nicht mal, also da waren wirklich nur Randoms. Also da waren jetzt ja wahrscheinlich nur Randoms für sie, aber sie hat uns trotzdem alle sehr nett begrüßt. Shit. Bruder, wir sind aber die Besten, to be honest. Auf jeden Fall kamen dann unsere Dozenten so 10 Minuten oder so, bevor es losgehen sollte, glaube ich. Und dann ging sie natürlich dann erstmal zu der Frau, die mit uns dann ja dieses Technical Management anscheinend schreiben wollte. Und die haben dann erstmal so 10 Minuten dann nochmal einfach so mit der geschnackt und einfach gesagt, ja, was denn das? Ist ja irgendwie komisch, dass wir irgendwie beide den Raum hier belegt haben, oder? alle, wir die Klausur schreiben wollten, dachten so, geht's jetzt irgendwie mal los oder gibt's jetzt einen Plan? Schreiben wir alle zusammen jetzt hier in diesem riesigen Hörsaal oder nicht? Oder? Wir wurden jetzt auf jeden Fall zu einem anderen Hörsaal geschickt, der so... Ja, 2, 3 Straßen oder sowas weiter war, in dem wir aber allerdings auch noch nie waren. Also insofern war das auch jetzt nicht unbedingt perfekt, den Weg dahin zu finden. Aber eine Person von den Erstis wusste, wie man da hinkommt. Und insofern haben wir dem dann halt vertraut, dass der uns dahin führt. Also der hätte natürlich auch irgendeine Scheiße labern können und das hätte keiner gecheckt. Deswegen sind wir relativ froh, dass das so geklappt hat. Dann in dem anderen Hörsaal haben wir dann halt diese Informatikklausur geschrieben. Und sie war eigentlich in Ordnung, glaube ich. Das Ding ist, ich kann sowas bei Informatik halt nie bewerten. Also ich meine... Obviously. Ich wusste halt zumindest bei den meisten Sachen, wo ich was irgendwie hinschreiben muss. Also ich glaube, das ist schon die halbe Miete, habe ich zumindest gehofft. Also es war, glaube ich, von allen Informatik-Klausuren, die ich bisher geschrieben habe, meine beste, sagen wir so.
Oh shit, ich bin ja fast tot. Brudi, warte mal kurz auf mich hier. Brudi, wieder. Ah, ah, ah. Ah, shit. Oh, okay. Er ist tot und ich noch nicht. Sehr gut. Oh, das sind die Champions. Oh shit, Bruder. Komm, komm, jetzt hol ihn. Komm, jetzt hol ihn. Komm, jetzt hol ihn. Oh shit! Komm, sammle mich ein, Kollege. Sammle mich ein. Ja, ich trinke übrigens aus dem Roland Kaiser-Becher. Shoutout. Shoutout an Roland Kaiser. Unbezahlte Werbung an der Stelle. Na komm schon, jetzt trau dich doch vor. Der Typ ist jetzt gleich wieder geheilt. Oh nein, was haben wir denn da für einen Kollegen? Ellie direkt noch. Bruder. Ah! Was? Oh, oh. Was? Auf was wartest du? Wenn der ihn jetzt holt. Ich bin angepisst. Der hat genauso viele Kills gemacht wie ich. Wir mussten in der Informatik-Klausur auch einen Algorithmus entwickeln, beziehungsweise so ein Java-Programm, was ausrechnet, also man gibt praktisch dem Java-Programm, das ist jetzt hier mega Nerd-Talk, man gibt praktisch dem Java-Programm zwei Zahlen und zwischen diesen Zahlen muss er halt alle ausspucken, die eine 7 am Ende haben. Also alle Zahlen müssen nachher ausgegeben werden, die eine 7 am Ende haben. So, und das war die allererste Aufgabe in der Klausur und ich hab mir die so durchgelesen, ich habe so gedacht, das sieht nicht gut aus. Obwohl ich da nicht mal in den Spiegel geguckt habe. Ich habe den auf jeden Fall schon mal. Oh, ich habe den aber auf jeden Fall schon mal einen Ansatz hinbekommen von der Aufgabe, denke ich. Also ich habe das so geschrieben. Hello? Hello, Bistard. Your champion. Hello, Regan. Ich habe das versucht so zu lösen, diesen Algorithmus, dass er halt immer guckt, okay, die Zahl, die ich jetzt gerade habe, es muss ja beispielsweise 57 ist ja eine Zahl, wo eine 7 am Ende ist, ja. Und ich habe mir das so vorgestellt, mein Algorithmus guckt halt, ob die Zahl, die er jetzt gerade hat, beispielsweise die 57, ist eine Zahl, die ausgegeben werden müsste, da sie eben eine 7 am Ende hat. Und dann nimmt er das, die Zahl, die halt gerade ist, minus 7, und wenn sie dann teilbar ist, dann gibt er sie halt aus. Also so zumindest der Plan. Und ich dachte mir, als ich das rausgefunden habe, habe ich mir wirklich gedacht, 200 IQ, Alter, ich bin, das könnte vielleicht doch was werden. Ich habe davon dann natürlich direkt Floyd nach der Klausur erzählt, allerdings, ja. Funktioniert der Algorithmus nicht hundertprozentig. Come on! Und zwar ist das Problem bei meinem Algorithmus folgender, ja. Also wenn ich jetzt beispielsweise die 9 habe und ich dann die praktisch die 7 abziehe, ist da ja 2 am Ende. Und die ist ja gerade. Also insofern macht es halt nicht zwingend Sinn, was ich da hingeschrieben habe. Aber ich glaube, das ist schon ein halbrichtiger Ansatz, würde ich sagen. Oh. Ja, aber bei den restlichen Aufgaben habe ich schon eher ein gutes Gefühl, sag ich mal, dass das richtig ist, so wie ich das gemacht habe. Also, wie gesagt, ich hoffe es. Oh, die Wingman. Die Wingman ist geil. Ich glaube auch, dass man in dem Game, wenn man gutes Movement hat, richtig krass sein kann. Also, wirklich richtig krass. Allein schon durch dieses Sliden, das erinnert mich so ein bisschen an den G-Slide von Black Ops 3, falls ihr euch daran noch erinnern könnt. Dieses Battle Royale fühlt sich halt auch so fertig an. Also, es fühlt sich an wie so ein vollwertiges Spiel, obwohl es natürlich ein Free-to-Play-Titel ist. Also, es fühlt sich halt einfach gut an. Es fühlt sich, fühlt sich einfach gut an, wenn ich bei diesem Spiel bin. Oh shit! Wo kommt denn der Bastard her? Ey, du Pisser. Lass mich doch in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Du Pisser. Ich hasse dich. Ich hasse ihn. Du siehst ihn doch da. Nein, er kann ihn natürlich nicht treffen. Nein, nein, nein. Aufgeflogen, aufgeflogen, Bruder. Nein, er hat richtig Panik. Oh nein, er hat richtig Panik. Er hat richtig Panik. Oh shit, er macht sich direkt ein Loch hier. Viele Leute, die sich jetzt wahrscheinlich fragen, ob ich schon mal in diesem Game überhaupt mal was gewonnen habe. Ja, durchaus. Ich habe schon mal gewonnen. Dreimal. Und zwar habe ich gestern zusammen mit unserem Streamer von OX Gaming, Paddy24, zusammen gestreamt und ja, wir haben dreimal gewonnen. Dreimal hat er mich carried. Nein, also er hatte mal 12 Kills, ich hatte 5 Kills und unser eine Kollege, der random war, der hatte glaube ich 0. Aber das war für mich schon irgendwie ein High-Kill-Gameplay und wir können wieder mal eine Lootbox aufmachen. Also durchaus bin ich das Gefühl gewohnt, mal zu gewinnen im Spiel. Im Gegensatz zum echten Leben. Okay, ich habe einen Weapon-Skin für die Ladybug. Was ist denn die Ladybug? Ich glaube nicht, dass ich die schon mal hatte. Bangalore. Ich feier die. Ich feier die. Spezialisten sind aber auf der einen Seite irgendwie auch weird. Wisst ihr, was ich meine? Also irgendwie, die erinnern mich so ein bisschen an Borderlands. Dieses ganze Game ist irgendwie eine Mischung aus so vielen verschiedenen Spielen. Beispielsweise diese Charaktere sehen, glaube ich, sehr, sehr Borderlands-mäßig aus. Das generelle Game ist halt so ein bisschen so eine Mischung aus, ne, ist halt von den Titanfall-Entwicklern, ne? Also so eine Mischung aus Titanfall und Halo und irgendwie auch Blackout so ein bisschen, ne? Also es hat so ein bisschen was von einem dreckigen Halo, finde ich. Übrigens, diese komischen Viecher, die da hinten laufen, die finde ich irgendwie mega weird. Also, diese ganze Map ist auf der einen Seite irgendwie so ein bisschen weird. Übrigens auch so ein bisschen an Vietnamkrieg habe ich so ein bisschen das Gefühl, es ist so ein bisschen angelehnt. Also, es sieht halt alles so ein bisschen aus wie hier dieses Battlefield, was im Vietnam gespielt hat. Übrigens, die Wingman, mega geile Waffe. So eine Art Sniper-Handfeuerwaffe irgendwie, mega nice. So, das sind meine Kollegen. Oh, Jungs, kommt doch mal rein hier. Weiß nicht, Frag Grenades, irgendwie, die machen schon Sinn. Die machen schon Spaß. Warum ist denn mein Kollege schon wieder tot? Oh, Nachladen natürlich, ne?
Darf man natürlich nicht vergessen. So, natürlich. So, jetzt erstmal beide wieder überleben. Sehr schön. Das finde ich auch sehr geile Edition irgendwie. Ja, diese Minimap macht mich fertig, Alter. Check gar nichts. Ich check wirklich gar nichts. Oh, wenn die jetzt trifft, er. Ich habe ihn doch... Wo? 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 Eats. Nice. Wieder ein Squad geholt, er. Oh, und noch einer? Hä? Ah, oh, shit. Ist oben einer. Was mache ich denn? Ich will sterben, hä? Da oben ist der Pisskopf, ey. Komm, lass mich hier hoch, lass mich hoch. Das Phoenix-Kit, ich glaube, das heilt alles, oder? Heilt das alle Wunden? Ich hoffe. Das ist, glaube ich, wie so ein Chuck-Chuck, oder? Ja. Eats. Okay, jetzt müssen wir aber hier die Beine in die Hand nehmen, Leute. Diese Kommentare von den Spezialisten finde ich halt wieder unnötig. Also ich weiß nicht, das triggert mich irgendwie, wenn da immer gesagt wird, ja, und jetzt kommt das hier übrigens, und jetzt kommt das hier übrigens, und jetzt kommt das hier übrigens. Aber dass einem die Spezialisten das immer sagen müssen, ja, ich weiß es doch, Bruder. Braucht ihr irgendwas? Nee, ne? Oh, der Kollege wollte vielleicht... Oh. Oh, shit. Mann, ich erschrecke mich immer. Hört doch mal auf, hier euch gegenseitig abzuschießen. Oh. Bruder, hör doch auf, drauf zu schießen, Mann. So viel zu, ich habe bisher nur mit guten Teammates gespielt, beziehungsweise mit Leuten, die... Ja, Sinn und Verstand haben. Okay, hier können natürlich Gegner von oben kommen und unten. Also das Map-Design ist halt auch ziemlich geil. Also wirklich ziemlich geil. Ich finde es voll... Es ist eigentlich so geil wie das Blackout. Also im Blackout finde ich es auch mega nice. Ah, da sind auch diese komischen Viecher. Was sollen das sein? Dinosaurier? Oder ist das einfach nur... I don't know. Die haben halt echt riesige Spänze. Also ich meine, guckt euch die mal an. Die sind halt proportional. Also kann man die vielleicht töten, die Dinger? Nee, ne? Ich denke nicht, ne. Ja, das ist die Antwort von den Titanfall-Entwicklern zu den Lamas aus Fortnite. Okay, Postproduktion OX Charlie jetzt gerade hier, der das Video schneidet. Also, das Ding ist jetzt, ne, ihr seht kein Gameplay mehr. Warum? Warum seht ihr kein Gameplay mehr? Die Elgato-Software hat sich ab diesem Punkt einfach aufgehangen. Sie hat sich einfach aufgehangen. Ich habe noch ein Standbild gesehen und das ist mir dann auch ungefähr nach 10 Minuten während des Aufnehmens aufgefallen. Dann habe ich natürlich versucht, das Ganze natürlich zu schließen und neu zu starten. Leute, ihr wisst, Informatik-Pro und so. Ja, das hat dann dazu geführt, dass mein Monitor ausgegangen ist und ich denn nichts mehr sehen konnte. Also ich konnte weder Gameplay recorden, noch konnte ich Gameplay gamen, ja. Und das Ding war, dass ich der letzte Überlebende war aus meinem Squad und es nur noch ein Squad am Leben war, also ein gegnerisches, und ja, es war praktisch das große Finale und ich konnte nur noch hören, wie ich von der Zone sterbe. Viel Spaß bei meiner Reaktion dabei. Nein, der hat mich tatsächlich gedownt. Komm schon, jetzt hilf mir, Benzma, komm, spring hoch, ich weiß, dass du es kannst. Ja, korrekt, und jetzt heil mich, schnell. Ja. Nein. Leute, meine Elgato macht Faxen. Digga, ich kann nichts machen. Es geht nichts. Digga, komm schon. Bitte. Ich will doch nur spielen. Es geht nichts. Ja, ich höre es noch, Leute. Ja, ich höre es. 10 Seconds. Ich kann nichts machen. Ich höre, wie ich gerade sterbe. Ich höre, wie ich in-game sterbe. Elgato, Bruder. Ich bin gestorben. Jetzt ist ein Augenblick. Bitte, steht da jetzt gerade bei der Software? Jetzt sehe ich wieder was. Es waren sogar die letzten Gegner. Das ist unmöglich, das geht nicht. Das, der liebe Gott, gibt es nicht. Bitte gebt eine Bewertung auf dieses Video. Ridiculous gerade. Ich meine, ich liebe Elgato. Aber ob es andersrum ist, öfter mal dieses Spiel spielen soll, dann schreibt es in die Kommentare. Ich denke aber weniger, ich bin Call of Duty verliebt und trotzdem. Ich kann es nicht glauben. Sie will alles. Gucci, Ferragamo oder Mapike. Sie will alles.